Oh nein, ich dachte, das wäre eine Schatzkammer. Ja, stattdessen sind wir hier eingesperrt. Naja, egal was auch immer im Schatz ist, es wird uns bestimmt nicht weiterhelfen. Da ist bestimmt nur ein großer Goldbarren drin, oder? Warte mal einen Moment. Ein Superhammer? Wie passend! Die Angriffskraft von Maris Hammer wird dadurch erhöht. Außerdem kannst du nun auch Steinblöcke zerstören. Ja, cool. Na dann. Boom! Das Geräusch hat sich direkt geändert. Boom. Und damit willkommen zurück zu Paper Mario. Mit dem Steinhammer können wir die Ruinen hier besser erkunden. Und nicht nur das. Wir machen bestimmt auch damit mehr Schaden, oder? Das will ich gleich beim Kampf ausprobieren. Erstmal habe ich hier gesehen, ist hier ein Riss. Lass uns mal sehen, wo uns dieser Riss hinführt. Whee! Ach, noch so ein Upgrade-Ding. Schaut mal. Ah, cool. Okay, wen stufen wir diesmal auf? Letztes Mal haben wir Cooper gemacht. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir als nächstes Gumbario machen. Wie gesagt, ich gehe hier nicht nach irgendeiner Reihenfolge oder so. Ich überlege nur, was jetzt gerade am klügsten wäre. Und Gumbario muss ich ja immer noch sehr oft benutzen. Vor allem auch wegen Scanner. Und wenn er schon mal draußen ist, vielleicht kann er ja noch irgendwie anders angreifen, als einfach nur auf die drauf zu springen und 2 Damage zu machen. 3 Damage machen würde sich sehr lohnen. Deshalb, das wird sich auszahlen, denke ich. Machen wir das. Gumbario wurde in den Superrang aufgestuft. Sehr gut. Was hat er jetzt drauf? Steht das hier schon? Bei Team müsste das doch stehen, oder? Fähigkeit prüfen. Aufladen hat er jetzt. 1 BP. Verstärkt die Angriffskraft um 2. Du kannst beliebig oft aufladen. Nach dem Kampf normalisiert sich der Welt wieder. Okay, das ist Trash. Sorry, dass ich das sagen muss, aber das ist irgendwie Trash. Naja, zumindest macht er jetzt 3 Schaden. So wie Cooper. Aber hätte ich das vorher gewusst, hätte ich ihn ehrlich gesagt nicht geupgradet. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Na gut, was soll's. Also, vielleicht ist es nicht Trash, aber in meinen Augen, so wie ich hier spiele, ist es eher Trash. Hi. Ah, der ist nicht nett. Verdammt. Wie die hier so rumtanzen. Okay, Gumbario, bist ja gerade geupgradet worden. Dann hilf mir mal. Das ist ein Felsjump, der den Schatz in diesem Raum bewacht. Er besteht aus Stein. 4 KP, 3 Angriffe, 1 Verteidigung. Mit seinen Kiefern kann er eine Kokosnuss zermalmen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich will nicht als sein Frühstück enden. Okay, aber wie wär's mit sagen, ob ich springen soll oder... aua! Was? So viel Schaden? Boah! Ob ich springen oder Hammer benutzen soll? Was zur Hölle? Oh Gott, das sieht absolut gar nicht gut aus. Hab ich irgendwas Nützliches, irgendwas Brauchbares? Legt Schalentiere flach. Ja, nee, das sind die falschen dafür. Ich hab nicht, ich hab ganz viel Sirup und so, aber ich kann mich damit nicht heilen. Oder? Ich könnte darauf hoffen, dass ich einen von beiden kille und den nächsten Angriff überlebe. Und das werde ich jetzt auch tun. Komm, bitte. Triff! Okay, das trifft. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe ein Problem. Wenn das jetzt keinen Schaden macht, habe ich verloren. Okay, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Du hast einfach zu wenig Info. Oh, aber abgeblockt. Was ein Kampf, Kollegen. Was so? Hä? Warte mal, was? Hä, hab ich doch grad... Warum... Doppelte Verwirrung hier. Ein Leben! Ein Leben! Hammer. Warum hat Mare keinen Schaden gegen den gemacht? Aber seht ihr? Hammer macht jetzt 3 Schaden. Wenn wir jetzt noch bessere Stiefel oder so hätten, dann wäre das perfekt. Oh, Leben, Leben. Oh, und Geld. Oh mein Gott. Mit dem Geld kaufe ich mir gleich mehr Heilung oder so. Diastein. Ein sternförmiger Stein aus den staubtrockenen Ruinen. Wir haben den Schatz gefunden. Yay. Na gut. Darf ich mich jetzt heilen? Ich habe hier einen Trockenpilz. Ekelhaft. Mare denkt sich, naja, besser als nix. Und noch ein Pilz.
Zwar nicht gekocht, aber ist schon gut. Solange wir nicht sterben, nehmen wir das alles mit. Wow, was geht denn hier ab? Oh, ich hab mich voll erwischt. Oh, 3. Okay, Moment. Okay, machen wir ein Erdbeben. 1, 2, 3, 4. Okay, das war sehr gut, sehr gut. Am besten auf Flotter, die anderen beiden liegen gerade auf dem Boden, die können eh nicht angreifen. Auf Super, sorry. Da heißt in jedem Spiel anders, glaube ich. Manchmal Flotter, manchmal Scooper. Scoop-de-hoop. Und einmal mit dem Hammer drauf ist der kleine weg. Bam. Ja, warum sollten wir jemals noch die Sprungattacke benutzen? Mit Mario. Ist jetzt mal ohne Witz. Macht er so viel mehr Schaden jetzt mit dem Hammer. Der ist der Hammer. So. Oh, ja, Herzen. Okay. Noch einer. Hilfe. Hilfe. Wir haben uns auch nicht überall umgeschaut, deshalb ich hoffe, wir kommen auch gleich zurück. Bam! Ein Schalter. Wie passend. Und die Wand zieht sich heraus. Ja gut, danke. Das ist ein sehr einfacher Schlüssel. Weißt du nicht? Okay, jetzt wieder zurück. Warte mal, hieß der Map. Sagt ihr einem was? Okay, rechts waren wir, links waren wir. Um links ist, glaube ich, der Anfang bei diesem Punkt. Ich glaube, wir müssen jetzt dahin. Da ganz oben rechts hin. Okay. Ist ganz nett, dass man da eine Karte bekommt. Wäre besser, wenn man die mitnehmen könnte. Ich sag's ja nur. Ich meine ja nur, Mann. Hier rechts waren wir noch nicht. Falls man hier rechts lang kann. Ja, kann man. Kehr um, Dieb! Deine Zeit ist gleich um! Kehrst du nicht um, wirst du mächtig Schwierigkeiten bekommen! Ich lüge nicht, du wirst es bereuen! Ja, dir glaube ich nichts. Ernsthaft? Die leben alle nicht? Oh. Oh, okay. In einem von denen kommt da der Stein rein. Wo führt mich das hier hin? Bin erledigt, puh. Helden machen keine Pausen. Nö, machen sie nicht. Aber auf gar keinen Fall. Wir machen keine Pausen. Hier wird komplett durchgeballert, Kollege. Ach, Mann. Ich glaube, rechts geht es nur wieder runter. Zum Schlüsselraum. Da wollen wir nicht hin. Deshalb gehen wir hier hoch. Oh Gott. Der mittlere sieht anders aus ein bisschen, oder? Oh, die werden jetzt alle leben. Ich sag's euch, die machen jetzt alle zu leben. Ich trau hier gar nichts. Das ist doch so, der mittlere, der leuchtet irgendwie, die anderen nicht. Bisschen seltsam. Bisschen suspekt. Oh. Okay, okay, warte. Der Hammer ging gerade hinter dem. Na egal. Dreieck, Stern, Sichel. Dreieck, Stern, Mondsichel. Okay, den Dreieck haben wir schon. Den Stern meine ich. Der kommt da rein. Perfekt. Hier unten ist jetzt was Neues. Habe ich es richtig gesehen? Ja, habe ich. Sehr gut. Ah, verstehe. Oh. Habe ich Leben? Nein. Kann ich mir Leben erschaffen? Ja, wie denn? Naja, ich glaube, es heißt jetzt Augen zu und durch, ne? Ich mache aber noch einen Honigsirup. Okay, Augen zu und durch. Na, wo ist er? Keiner? Okay. Mondstein. Oh, oh. Ja, okay. Alles klar. Verstanden. Dann ist es wohl, wie es ist, ne? Ha! Hey! Yeah! Bam! Oh, wie sie heulen. So, und Koopa nochmal den Power Panzer! Bam! Hast du nur 2 Schaden? Machst du nicht normalerweise 3? Weil Koopa ist doch gelevelt. Okay, komisch. Aber ja.
Der Onyx-Sirup hat mich hier rausgeholt. Sehr nice. Alles einsammeln, alles einsammeln. Geld, 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 Geld. Nein, es verpufft. Oh, ich habe noch alles bekommen. Oh, Gott sei Dank. Okay. Das heißt dann ja, dass irgendwo links noch der letzte Edelstein sich befinden sollte. Habe ich recht? Aber wo links? Waren wir nicht jetzt schon irgendwie überall? Also da links waren wir auf jeden Fall. Von hier kommen wir. Oder können wir hier was Neues erreichen? Waren wir hier oben zum Beispiel schon? Lass mich mal... Ah, da rechts ist was. Schaut mal. Also nein, hier oben waren wir noch nicht. Aha. Aber da konnten wir auch noch nicht hin, weil wir den Hammer noch nicht hatten. Doch jetzt haben wir die Macht. Was ist denn? Artefakt. Ein seltsames Fundstück aus den staubtrockenen Ruinen. Das war nicht, wonach ich gesucht habe. Aber ich nehme es mal mit. Vielleicht kann man das für einen guten Penny verkaufen. Das wäre doch mal nützlich, oder? Ah. Verstehe. Oh. Oh, oh, die Wand! Die Wand! Ich will nicht kämpfen! Ich will nicht kämpfen! Pyrastein. Ich muss kämpfen. Das Tor geht sonst nicht auf. Okay, mal machen's. Blom! Erstangriff zum Glück. Oh, bringt ja nichts gegen die. Hab ich vergessen. Ups. Whoopsie Daisy. 1, 2, 3, 4. Oh, ich hab das Timing raus, Mann. So, nochmal. 1, 2, 3, 4. Oh, I like it. So, jetzt habe ich aber keine BP mehr, oder? Also einen habe ich, ja toll. Aber wenn es auf den Kampf kommt, ohne dass ich mich heilen darf, habe ich ein Problem. Ich muss da nach oben. Vergiss den einen Cent da unten. Ich muss da... zwei Cent, zwei weniger. Egal, was soll's. Akzeptiere ich. Okay, wo mussten wir jetzt nochmal lang? Nach links, ne? Mario dreht sich für sein Leben gerne im Kreis. Geborene Ballerina. So, war das hier? Hier war das. Und zack. Oh, jetzt leben sie aber. Hilfe! Was macht Mario da? Oh. Nett. Und Mario sieht so, ach so, das war's ja schon. Okay, let's go. Oh, Heilung. Oh, danke, Spiel. Oh, sehr lobenswert. Jetzt noch ein Speicherblock und perfekt. Ist auch ein Speicherblock? Ist hier irgendwas noch? Ne, irgendwie nicht. Ah, doch, hier. Dies ist die letzte Warnung. Genug mit dieser Narretei. Verschwinde sofort. Ne. Ich bin ready für einen Kampf. Was zum... Was willst du jetzt darstellen? Hat so ein Mini-Ketten auf dem Kopf. Oder zumindest auf dem Hut, falls das ein Hut sein soll oder der Kopf. Ich weiß nicht, was bist du? Hä? PowerPoint-Animation. Oh! Du! Du hast all diese grusigen Warnungen ignoriert! Hast du denn nicht genug Hausverstand, um dich zu fürchten und davonzulaufen? Was ist los mit dir? Leg dich nicht mit Tutankhamun, dem getreuen Diener von König Bowser, an! Ups, ich meine, du sollst es bereuen! Okay, Bosskampf! Ich hätte vielleicht vorher Gumbare reinwechseln sollen. Hey, bisschen dumm. Egal. Guck erst mal, was er drauf hat. Aber sag mal ein bisschen über ihn. Ja, das ist Tutankhamun. Er ist einer von Bowsers Schergen. Sein Auftrag ist es, einen der Sterne zu bewachen. Okay, also erstmal vier Koopas und jetzt ein Koopa. Bowser, du hast dich ein bisschen verschlechtert. Ich hörte, er leidet an einer Art Pharao-Komplex. 30 KP, 3 Angriffskraft, keine Verteidigung. Er greift an, indem er Panzer von dort oben herabwirft. Versuche in Abwehrhaltung zu gehen, wenn er Magie einsetzt. Seine magische Angriffskraft beträgt 2 und tut mächtig weh. Außerdem ruft er Chomps zu Hilfe. Sie sind ihm treu ergeben. Diese Chomps verfügen über beachtliche Angriffskraft. Überlege dir genau, wen du zuerst angreifst. Tutankhamun oder Chomp. Okay, verstehe.
Blöhe! Komm, Jump, fass! Beiß den Eindringling! Hä? Das war ein echter Jump! Das ist jetzt kein Fake mehr! Warte, ich sehe gerade, der Jump auf seinem Kopf, der ist auch echt. Der ist auch gerade bewegt. Da, seht ihr? Okay, scan den mal. Das ist ein Chomp, ein echter. Bin mir sicher, du hast schon mal von Chomps gehört. Ach, du hast sogar gegen welche gekämpft. Ah, okay. Ja, 4 KP, 3 Angriffskraft, 3 Verteidigung. Sie bestehen aus einem so harten Material, dass die meisten deiner Angriffe sie nicht mal kratzen. Ich hörte auch ein Gerücht, dass die Chomps ein wenig sauer auf Tutankooper sind, weil er sie so schuften lässt. Okay. Wie sollen wir den denn bitte dann besiegen? Geht das überhaupt? 3 Verteidigung. Ich könnte den Powerhüpfer ausprobieren. Ich mach's mal. Boing. Seit der 3 Verteidigung. Das heißt, jetzt muss ich den Schaden machen. Tue ich aber nicht. Komplett useless. Bringt nichts. Komm, lass es. Komplett verschwendet jetzt. Aua. Ja, was macht der? Okay. Verstehe. Ja, dann lade ich halt mal auf. Ich kann auch Mario aufladen. Ah, okay, das hört sich um plus 2. Ja, okay, das macht dann schon Sinn. Das macht dann schon Sinn. Das sind vielleicht doch nicht so schlecht? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Tutankooper. Boing. Okay, lass mich gucken. Nein. Schade. Aber 5 Damage gemacht. Das ist schon mal gut. 5 Schaden ist schon mal sehr, sehr gut. Blähähä, ich bin ein Meister der Magie. Sieh her und staune. Was so? Hä? Ein riesiger Kettenhund? Aber der ist nicht echt. Oh, was zum Teufel? Was ist denn gerade? Was hab ich angegriffen? Was so? Warum ist Gumbari jetzt besiegt? Oh Gott, was ist gerade passiert? Ach du meine Güte. Ja. Ich bete kurz. Zu dem Meisterstern. Herr Meister, bitte heilen Sie mich. Dankeschön. Blop, 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 blop. Mist. Okay. Okay, sehr gut. Ich habe jetzt nicht so viel gebracht, aber ich wollte trotzdem mal gemacht haben. Mach ich noch mal den Powerhüpfer? Ja, mache ich. Nein, warum denn? Hallo? Was zur Hölle? Ach komm, das war jetzt lächerlich. Das war einfach nur lächerlich. Ja, man hat nur noch einen Panzer, sehe ich gerade. What? Hä? Hä? Er hat sich selbst getroffen. Vollidiot. Ja, okay, komm. Bist jetzt sowieso aufgeladen? Komm auf ihn drauf! Boing! Boing! Alter, 4 Schaden. Okay, doch, ich nehme alles zurück. Das lohnt sich doch bei Gumbario. Das ist ja richtig krass. Okay, und jetzt noch mit dem Hammer drauf. Ach, geht gar nicht. Oder Erdbeben. Erdbeben kann ich machen. Okay. 1, 2, 3, 4. Oh, es hat sogar einen Kettenhundschaden gemacht. Sieh mal einer an. Er hat's gemerkt. Autsch, was machst du? Das tut weh. Ich bin der König der Wüste. Du bist sehr unhöflich. Nimm dies. Hm? Schon wieder das... der Blödsinn oder was? Ah ne, der letzte Panzer. Wow. Der Kampf gefällt mir aber auf jeden Fall viel mehr als der andere Kampf, den wir im... gegen die Cooper Bros hatten. Jetzt habe ich auch nur einen Schaden gemacht. Huh. Das ist interessant. Okay, Gumbaro lädt sich auf. Ich übernehme jetzt die Attacke. Ja, sehr gut. Was macht er jetzt? Sein Zauber. Trifft er mich? Trifft er mich? Achte über mir, ich achte über mir. Ja. Da kam was. Ah, aber das ist so mit Gumbario. Na gut, Pech gehabt, schätze ich. So, der Kettenhund muss verschwinden. Tschüss. Ich dachte, er rennt so das Tor zurück. Aber nee. Komm, greif dich selbst an, greif dich selbst an. Bitte, bitte. Ja. Vollidiot. Oh, I'm going to enjoy this. Bam! Auf die Schnauze. Und Gumbari kriegt auch nochmal eine Chance. Wenn ich jetzt hier im Moment angreifen darf. Ja, keine Kuba-Panzer mehr, Kollege. Und, ja, bei mir. Nein, ich hab doch gedrückt.
Schade. Na gut. Es tut mir leid, Gumbario. Du darfst dann nicht. Kann ich nicht einsetzen. Okay. Was soll's. Ja, das Timing bei ihm ist ein bisschen schwierig, das erste. Weil er so weit hinten ist und sich hinten versteckt. Fast Jump! Ernsthaft? Noch einer? Muss das sein, Kollege? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Okay, aber greif noch nicht direkt an. Nee. Nee, mach nur den Hammer. Bam, bam, bam. Sehr gut. Gumbari greift an. Darf er noch nicht. Schade, ich bin gleich tot. Warte mal, ich bin gleich tot. Greif dich selbst an, greif dich selbst an. Ja! Okay. Kopfnuss auf den Chomp. Sehr gut. Besieg erst den Chomp. Ja, besieg erst den Chomp, der macht mehr Damage. Das ist ein größeres Problem. Er ist sowieso beim nächsten Angriff down. Er hat nur noch 2 Leben. Oh, wir haben das so in der Tasche, diesen Win. Wir haben das so in der Tasche. Wenn ich mich jetzt nicht treffen lasse. Aua! Ja, aber ihn habe ich geblockt, oder was? Gut gemacht. Okay, Gumbario. Oh, warte, warte. Erstmal erfrische ich mich. Und dann darf Gumbario den Final Blow machen. Ich erlaube es ihm. So, aber das hier nutze ich noch schnell aus. Nice. Okay. Und Kopf los! Bam! Tschüss, Kollege. Es ist vorbei. Ernsthaft? Doppelt? Oh mein Gott. Oh. Alter. Schaut euch das an. Boah, 66 Sternpunkte. Das schreit nach einem Level Up. Nehmen wir die BP. Nein! Oh, komm her, Jumpy! Kannst du das, Jumpy? Oh, was machst du? Oh, Hilfe! Tja. Ich wäre auch so aggro auf dich. Wenn ich dir gehorchen würde und du verlierst trotzdem. Schon traurig. Und wen haben wir gerettet? Es ist das kleine Mädchensternchen, das wir gerettet haben. Ich weiß ihren Namen nicht. Den werden wir bestimmt gleich erfahren. Komm. Geh aus der Karte hinaus. Okay, war der rechts noch was? Wahrscheinlich nicht. Egal. Wahrscheinlich nicht. Letztes Mal war auch nichts da. Geh nicht davon aus. Auf einmal hat sie ein Gesicht. Und das war Kapitel 2. Kapitel Ende. So förderten Mario und seine Freunde das Geheimnis der staubtrockenen Wüste zutage. Tutankhupa, der böse Zauberer, hat seinen Meister gefunden und die edle Mama wurde befreit. Was heißt Mama? Wow, weil sie die Mutter ist, okay. Doch warten noch viele gefährliche Abenteuer auf Mario. Das Schlimmste steht ihm noch bevor. Was bringt die Zukunft für Mario und seine Freunde? Wohin wird sie ihre Reise als nächstes führen? Das werden wir bald erfahren. Doch jetzt erstmal schauen wir, wie es bei Bowser abgeht. Der hat jetzt wahrscheinlich die Nachrichten bekommen schon, oder? Oder kriegt das jetzt? Hallo, wie geht es denn euch, Prinzessin? Nichts macht mich glücklicher als ein Lächeln von euch, Peach. Tja, Pech gehabt. Ich bin in ziemlich schlechter Stimmung, du Monster. Alle meine Gäste sind deine Gefangenen. Du bist die größte Katastrophe, die jemand unser Königreich befallen hat. Ich sag dir was, ich werde erst lächeln, wenn alles wieder so ist, wie es war, bevor du aufgetaucht bist. Oh, das ist ganz schön viel verlangt. Ihr wisst, dass ich das nicht tun kann. Mario, dieser Heini, hat soeben die Koopa-Brüder und Tutankhupa geschlagen. Gut, sie waren zwar absolute Schwachköpfe, aber sie waren mir treu ergeben. Diesen Akt der Respektlosigkeit kann ich Mario nicht verzeihen. Doch diesmal muss er sich dem unbezwingbaren Tupperblubber stellen. Er ist die stärkste Kreatur, die ich kenne. Nach mir. Ihr solltet Mario ganz schnell vergessen. Eure Boshaftigkeit.
Was denn? Ich bin beim Vorspiel, wie du siehst. Wir haben ein Problem. Ja, dann spuck aus. Was ist geschehen? Was? Der Stern ist aus Tumablubberschloss entkommen? König Bowser, bitte dämpft eure Stimme. Prinzessin Peach kann euch hören. Ja, stimmt. Berichte mir die Einzelheiten woanders. Aha. Müssen wir also doch nicht gegen diesen brüchigen Tubablubber kämpfen? Oh, Twink! Hast du das gehört, Twink? Jedes einzelne Wort. Der Stern muss entkommen sein. Hast du gehört, dass er dieses Tubablubber-Ding unbezwingbar nannte? Das klingt nicht gut. Glaubst du, Mario kann dennoch gewinnen? Wir sollten versuchen, etwas über Tubablubber herauszufinden. Wenn wir etwas finden könnten, irgendetwas über eine Schwachstelle, könnte das für Mario die Rettung sein. Gute Idee. Dann gilt es, keine Zeit mehr zu verlieren. Wenn wir in diesem Raum bleiben, werden wir nie etwas in Erfahrung bringen. Dann hauen wir wieder ab. Hier ist ja noch der Punkt, oder? Der Punkt. Drück ihn. Und dann schauen wir uns wieder bei Bowsers Gemächern um. In der Hoffnung, dass er da zufällig etwas Neues in seinem Tagebuch geschrieben hat. Ja. Dreh um. Ich glaube, wenn man da unten rausgeht, dann ist man, wie gesagt, wieder am Anfangsort, weil man von den Wachen gesehen wird, glaube ich. Gehe ich mal von aus. Die Animation. Okay. Hä? Sein Tagebuch! Verdammt, er hat's versteckt. Na, schlau von ihm. Kommen wir hier raus? Draußen stehen auch immer die Wachen. Sei vorsichtig, damit du nicht gesehen wirst, ja? Oh. Was wird stealthen? Oh Gott, okay. Dann ganz langsam. Jetzt ist natürlich der schlechteste Zeitpunkt für Stöckelschuhe. Oh. Was, Prinzessin Peach? Ihr wisst es euch nicht erlaubt, das Zimmer zu verlassen. Oh, wie sie guckt. Schade. Aber gut, wir versuchen es einfach erneut. Okay, mir geht's gut. Nächstes Mal musst du aufpassen. Ja, ja, ich weiß. Kannst du aber trotzdem noch... Oh, doch nicht. Wir werden aber hierhin teleportiert. Macht aber auch irgendwie Sinn. Na gut, oben geht's nicht lang. Die haben so Taschenlampen. Wir brauchen Schlüssel, um auszubrechen. Hier können wir rein. War hier nicht die Küche oder so? Oder Speisesaal? Warte mal, hier ist was. Nee? Nicht? Ich kann hier irgendwie mit nichts interagieren. Okay, hier ist noch nichts. Gucken wir später vorbei. Peach ist zwar nicht gerade durch die Tür gegangen, aber egal. Reden wir einfach mal. Was ist hier? Oh. Garderobe. Nicht Garderobe. Ja, so ein Müllschrank, wo du alles mögliche reinschmeißt. Ah, seht ihr, was für eine wunderschön gearbeitete Schatzkiste. Gefällt sie dir? Dies ist eine geheimnisvolle Schatzkiste, die schon seit Generationen in meiner Familie weiter vererbt wird. Wirklich? Wie mysteriös. Eine geheimnisvolle Schatzkiste also. Diese Kiste ist mal einer anderen geheimnisvollen Schatzkiste im Königreich verbunden. Man sagt, dass alles, was in diese Kiste gelegt wird, in der anderen Kiste wieder auftaucht. Wie eine Endertruhe. Ist das nicht nun geheimnisvoll? Ja, wow, das ist wirklich cool. Und wo steht die andere Kiste? Wo sie ist? Ich kann mich nicht erinnern. Keine Ahnung. Ich hab sie nicht. Oh. Schade. Okay, ja, jetzt seht ihr nochmal das gleiche. Aber hier ist ein Item. Meditationorden. Das Fokuskommando lädt die Sternenergie mehr auf. Ja, okay. Können wir das hier reinlegen? Für Mario oder so? Können wir generell einfach mal reinlegen. Vielleicht findet der Mario irgendwann die andere Kiste. Und dann kriegt er das. Ich fände es jetzt richtig cool, wenn man hier so richtig OP-Items finden würde. Man denkt sich, boah, voll geil. Aber es stellt sich heraus, dass man die andere Kiste erst am Ende des Spiels findet. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre irgendwie cool. Okay, ich gucke nochmal hier rein, aber hier war nichts. Hier war nichts. Keine Ahnung. Aber irgendwie müssen wir die Story jetzt weitermachen können.
Oder war das jetzt einfach nur wegen der Kiste, dass wir uns hier umschauen? Weil sonst gibt's ja nichts mehr. Ja komm, lass uns sehen. Ah, Prinzessin Peach, nein! So, was nun? Bist du in Ordnung? So, nächstes Mal wirst du schaffen. Ernsthaft, wir müssen uns nochmal umschauen? Oder sollen wir was hier machen? Kannst du losfliegen? Nee? Okay, komisch. Ich habe mich gerade gewundert. Irgendwie ist das komisch, dass da hinten eine Tür ist. Hier rechts sind aber zwei Türen. So, da habe ich mich nochmal umgeschaut. Irgendwie ist das ja asymmetrisch. Irgendwie macht das keinen Sinn. Und dann sehe ich hier. Hier out of bounds ist noch so ein Checkerboard. Dann sehe ich so ganz leicht diese transparente Tür. Die habe ich wirklich nicht gesehen vorhin. Hier steht auch Wachen. Vermutlich auch noch ziemlich viele. Wir müssen ganz vorsichtig sein. Ja, du hast recht, Twink. Wir müssen ganz vorsichtig sein. Jetzt bitte die Musik einblenden von Zelda OOT mit dem Garten. Oh mein Gott. Ein P! Kampfwutorden! In einem Notfall erhöht sich die Angriffskraft um 2. Das müssen wir auch eigentlich in die Kiste legen, ne? Machen wir gleich, machen wir gleich. Oder oben ist noch was. Hey, hast du schon von Meister Thomas Lobber gehört? Man erzählt, dass er es liebt, Geister zu verspeisen. Geister? Wie? Meister Thomas Lobber? Er lebt tief im Nimmer-Nimmer-Wald, oder? Ich glaube, er bewacht dort einen der Sterne. Ja, Meister Thomas Lobber lebt in dem Schloss über der windigen Schlucht. Ich hörte, nahe des Schlosses liegt eine Villa und ein Dorf voller Geister. So viel ich weiß, geht Meister Thomas Lobber noch manchmal dorthin, um Buhus zu fangen. Und wenn er einen gefangen hat, schluckt er ihn hinunter, mit dem Kopf zuerst. Buh, oh Mann, das ist so gruselig. Wer ist denn bitte Geister? Jetzt traue ich mich nicht mehr nachts allein aufs Klo zu gehen und nicht meine Albträume bekommen. Warum musstest du mir das erzählen? Ich hörte auch, dass Meister Thomas Lobber unbezwingbar sein soll. Niemand kann ihn verletzen, man kann ihn nicht mal ankratzen. Er ist vielleicht sogar stärker als König Bowser. Stärker als König Bowser? Komm schon, das ist unmöglich. Selbst Meister Thomas Lobber muss einen Schwachpunkt haben. Jeder hat einen. Ja, du hast sicher recht. Ein anderes Gerücht besagt, dass Thomas Lobber ein Geheimnis hütet. Es wäre sein Ende, wenn jemand es lüften würde. Ich weiß, es hat mit seiner Vergangenheit zu tun. Ich hörte, dass er früher alles andere als stark gewesen ist. Shh! Was, wenn Thomas Lobber dich hört? Er würde uns beide verschlingen. Aber dennoch, was glaubst du, könnte wohl sein Geheimnis sein? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es, deswegen ist es ein Geheimnis, du Halbhirn. Twink, Thomas Lobber hat also doch einen Wundenpunkt. Wer wir ihn nur herausfinden könnten. Wie? Hey, hast du auch gerade jemand sprechen gehört? Glaubst du, jemand weiß, dass wir hier faulenzen? Oh nein, Prinzessin Peach war's! Wie seid ihr hergekommen? Es tut mir leid, aber wir müssen das tun, ja? Sofort auf mein Zimmer. Verdammt. Aber da oben war noch ein Item. Oh nein! Dann halt beim nächsten Mal. Danke, Mario. Endlich kann ich in den Sternenhafen zurückkehren. Mein Name ist Mama. Es freut mich, dich persönlich kennenzulernen. Du hast noch einen langen Weg vor dir, aber ich weiß, dass du Prinzessin Peach befreien wirst. Ich werde alles tun, um dir zu helfen. Hier, nimm dieses Geschenk an. Wir halten mehr Sternkraft. Mario hält die Sternkraft Wiegenlied. Wiegenlied lässt alle Gegner in tiefen Schlummer sinken. Ja, okay, ist okay. Ruf mich, wenn du in Gefahr bist. Glaube an mich, Mario. Meine Kräfte sind gewaltig. Denn ich bin einer der hohen Sterne. Unsere Kräfte werden stärker. Mach nur weiter so, Mario. Du musst die anderen Sterne so schnell wie möglich retten. Ich kehre einstweilen in den Sternhafen zurück. Wie es wohl meinen geliebten Sternhafen und den Sternenstab ergangen ist? Auf Wiedersehen, Mario. Ich gehe nun. Ciao, bye bye. Und das geht auch für euch. Bis zur nächsten Folge Paper Mario. Weil es ein bisschen länger ist, die Folge.
Aber ich wollte diesmal ein bisschen alles einfach drin lassen. Genau. Beim nächsten Mal. Ja, vielleicht sind wir beim nächsten Mal schon drin bei Kapitel 3.